Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Diese Berechnung ist präzis, ihr könnt vergleichen, wie die Astronomen das auch veröffentlichen. Ich will nur sagen, es ist anders, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in einem westlichen Horoskop. In die Mitte erscheint Ganesha und Ganesha hilft uns immer bei einem Neuanfang, auch wenn ein Tag beginnt, und Ganesha hütet die Astrologie. In diesem Bild erscheint die vier Elementen, die vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten. Und wir starten mit Feuerelement. Das ist aktiv, das ist die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas zeigt auch Leidenschaft. Erdeelement schenkt uns die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Es ist mehr passiv. Luftelement gibt uns die Leichtigkeit, dass wir von einiges befreien können, und vermittelt Worten, also hat mit Kommunikation auch zu tun und bringt uns neue Gedanken, Erkenntnisse. Die Wasser-Luftelement ist auch aktiv. Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten und beeinflusst unseren Gefühlen. Es ist auch passiv. Also aktiv, passiv, aktiv, passiv. Feuerelement beginnt mit Widder, das ist das Bewegliche. Löwe ist das Festhaltende, das Stabilere. Und Schütze kennt sich aus von beiden Seiten, zeigt die Dualität. Kann auch beweglich sein, kann auch etwas befestigen, festhalten. Erdeelement starten wir mit Steinbock, das ist das Bewegliche. Stier ist das festhaltende Prinzip oder etwas befestigen. Eine gewisse Unbeweglichkeit zeigt natürlich auch, oder eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um Veränderungen geht. Jungfrau kennt beide Seiten, kann auch beweglich sein, kann auch diese Stabilität zeigen. Bei Luftelement ist Waage das Bewegliche, Wassermann ist das Festhaltende und Dualität zeigt die Zwillingen. Bei Wasserelement ist Bewegliche Krebs, das Festhaltende ist Skorpion. Und die Fische sind die Dualität, wo beide Seiten kennt. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock, zeigt die Monatsthemen und das bedeutet Ziele setzen. Diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Geduldig zu sein, Ausdauer haben, diese Ziele auch zum Verfolgen, so wird das Erde, Realität, Erdeelement hat mit Realität was zu tun. Syraya ist die Sonne, also Syraya ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. In Mythologie heißt es Chandra oder Soma. Also ich habe das Bild von Soma. Soma ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Zeigt die Luftelement. Aber die Zwillinge verkörpern noch etwas. Die Zwillinge vermitteln uns etwas sehr Wichtiges.
Dazu erzähle ich die Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Leda, Königin von Sparta. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und Leda wurde von ihrem Mann auch schwanger und gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König von Sparta und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus. Also Castor war menschlich, sterblich und Pollux war göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, das Sterben und Castor musste sterben. Und dann Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, er möchte auch sterben, weil er will Castor nicht alleine lassen und er selber möchte auch nicht alleine dastehen, sondern sie sind miteinander verbunden und bat zum Sterblichkeit. Genau. Und das berührte Zeus und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht. Und seitdem sind im Tierkreis Zeichen Zwillinge. Die beiden Hauptsternen, die Tierkreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux, und sind immer noch miteinander verbunden. Diese Geschichte erzählt für uns etwas Wichtiges. Das Sterbliche ist unserem Erdenleben, unserem Schicksal. Und wir wissen auch, das endet mit Tod. Also diese Zeit ist begrenzt. Aber wir sind ein Teil von den göttlichen Schöpfung und unsere Seele ist verbunden mit dem Schöpfer. Und dieser Teil von uns ist wie Pollux. Dieser Teil von uns ist unsterblich. Das heißt, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und mit vollem Bewusstsein, Erinnerungen und Gefühlen kehrt zum Gott zurück. Das ist die Seelenreise. Und genau diese Geschichte von Castor und Pollux zeigt diesen Weg, diese Erkenntnis. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und wenn wir nach innen schauen, dann haben wir die Verbindung zu unserer Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und das erfüllt mit Liebe. Und die Liebe kennt keine Grenzen. Dann haben wir sofort dieses Gefühl, in diese göttliche Energie oder Liebe oder Wärme. Und das zeigen die Zwillinge. Und jetzt gerade, wo Mond im Zwillingen ist, vielleicht ist mal gut, an diese Geschichte nachzudenken und das mal verinnerlichen. Agni ist der Feuergott und ich setze das mit Mars in Verbindung. Sie stehen auch in Verbindung. Agni, dieser Feuergott, ist in Tierkreiszeichen Fischen. Also ich könnte sagen, das symbolisiert Mars. Mars ist in Fischen und das ist eine männliche Energie, was wir Frauen auch haben, weil mit dieser männlichen Energie können wir uns durchsetzen im Leben, uns behaupten. Das gibt uns Kraft und Mut, aber symbolisiert auch die männlichen Personen. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. In diesem Bild, in diesem Bild
ist die Schriftweise mit 2D und das bedeutet schon eine höhere Stufe, das ist schon die Erläuterung, aber ich setze Buddha mit Merkur in Verbindung. Also Merkur ist im Schütze. Jupiter bringt uns Glück, vergrößert etwas. Das ist auch die Weisheit, die Erkenntnisse und zeigt auch die göttliche Gerechtigkeit oder belehrt uns an die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann eben in dem nächsten Leben. Und Jupiter öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter steht mit Indra in Verbindung. Also Jupiter oder Indra ist im Skorpion. Venus ist auch in Skorpion, das ist Lakshmi, das ist Venus, die Schönheit hier, das ist Lakshmi. Venus auch in Skorpion. Dann kommt Saturn. Saturn ist der große Lehrmeister, belehrt uns, unseren Schicksalsweg zum Meistern. Sein Einfluss ist nicht immer einfach, aber durch diese Weisheit, was er vermittelt, können wir wirklich vieles verstehen in unserem Leben, weil Saturn hütet auch die Karma, hütet auch das Buch des Lebens, die Akasha-Chronik. Und Saturn steht mit Brahma in Verbindung. Saturn ist im Schütze. Hier zeigt sich durch Brahma. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Und das hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir jetzt betrachten die vier Elemente, dann erkennen wir, in allen Elementen ist Energie da. Merkur, Saturn im Feuerelement, Jupiter, Venus, Mars im Wasserelement, Sonne im Erdeelement und Mond im Luftelement. Und das gibt uns dieser Einfluss oder unterstützt uns, die inneren Harmonie und inneren Gleichgewicht verspüren und vermittelt eine gewisse Ruhe. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. In indischen Astrologie wird damit nicht gearbeitet, höchstens eine moderne Richtung, aber ich möchte nicht ganz verzichten von diesem Planeten. Deswegen zeige ich das auch. Uranus befindet sich im Widder, bringt Umbrüche und Veränderungen. Neptun befindet sich im Wassermann. Das zeigt unsere Träume, auch die Kreativität, eine Vision zu haben, das zum Leben. Und mit Wassermann-Energie kommen dann auch die Ideen. Pluto zeigt die innere Kraft. Und zeigt uns noch etwas, dass wir das nicht erlauben, dass jemand oder etwas diese Kraft raubt. Oder dass wir überlegen, in welchen Richtung wir unsere Kraft einsetzen. Und das ist die Kraft, das Überlebenskraft, die Regeneration. All das, was im Leben erhalten bleibt, das ist das Kreislauf, das Leben, und da ist die Motor Pluto und befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Mond ist im Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus, wo gerade die Mond sich bewegt, heißt Artra und übersetzt bedeutet, dass etwas feucht, flüssig,
lebendig und frisch. Also die Mond zeigt diese erfrischende, lebendige Energie, was auch sehr gut bei Heilung gerade. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Uranus steht gerade in Einspannung. Sonne ist das Licht, die Klarheit. Uranus bringt unerwartete Ereignisse oder etwas Plötzliches. Natürlich, wenn wir in einer Situation sind, dass es plötzlich kommt, etwas Unerwartetes, das erstmal schwierig ist, da orientieren. Und diese Orientierungslosigkeit, was gerade spürbar ist. Diese Spannung ausbalancieren, brauchen wir die goldenen Mitte. Und das befindet sich zwischen Wassermann und Fischen. Die Leichtigkeit von Wassermann und dieses Vertrauen, das Fluss des Lebens mit Tierkreiszeichen Fischen, können wir diese Spannung entspannen oder anpassen auf diese Situation, was plötzlich unerwartet kommen kann. Bei Sonnenuntergang oder nach Sonnenuntergang entsteht eine Spannung zwischen Mars und Mond. Mond hat mit Gefühlen was zu tun, aber Mond symbolisiert auch die Mutter. Und diese Spannung verspüren die Männer. Entweder passiert etwas, gerade dieser unerwartete Ereignis, was die Männer aus der Ruhe bringt. Aber kann auch bedeuten, dass sie gerade Mutterthemen haben und verspüren diese Spannung. Mond, Mars, Spannung nach Sonnenuntergang. Die beiden Liebesplaneten, Mars und Venus, Agni und Lakshmi, stehen in vollkommener Harmonie. Also es ist sehr schöne Liebesenergie. Sie stehen in einer engen Verbindung und beide sind in Wasserelement, was auch mit Gefühlen was zu tun. Was hier Mond im Abendstunde auslöst, das kann eine dritte Person sein, der sich da einmischt. Venus steht auch in Verbindung zum Mond, auch nach Sonnenuntergang. Und diese Verbindung zwischen Venus und Mond heißt Quinkungsaspekt und löst Unsicherheit aus. Das könnt ihr so vorstellen, mal bildhaft. Stellt ihr vor, es ist ein Pendel vor euch und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt euch, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen? Nach links oder rechts oder bleibt stehen? Wie wollt ihr diese Frage beantworten? Könnte sein, dass nach links, aber vielleicht nach rechts, vielleicht sogar bleibt dieser Pendel stehen. Das ist ein Vielleicht-Aspekt. Und das, was wir Frauen verspüren gegen Abend, also nach Sonnenuntergang. Bei Männern ist diese Spannung, was etwas auslöst, was mit der Liebe gar nichts zu tun hat. Eine dritte Person. Und bei uns Damen kommt im gleichen Zeitpunkt eine gewisse Unsicherheit auf, obwohl in der Liebepartnerschaft diese Liebesenergie, die Verbindung zwischen Mars und Venus ist wunderbar. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.